Der YouTuber Bibernator verdient mit seinen über 500.000 Abonnenten so gut wie gar nichts mehr mit seinem YouTube-Kanal. Wieso das bei ihm so ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Zuvor möchte ich euch aber empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr über alles auf YouTube Deutschland auf dem Laufenden bleibt. Um zu verstehen, wieso Bibernator kein Geld mehr mit YouTube verdient, braucht ihr ein bisschen Hintergrundwissen. YouTuber bekommen abhängig vom Inhalt der Videos verschieden viel Geld. Aber wieso? Ganz einfach. Unternehmen schalten meist auf Videos mit vulgärer Sprache, Katastrophen und Tragödien, sexuellen Inhalten und Themen im Zusammenhang mit Krieg eher ungern Werbung. Deswegen verdienen die Ersteller der Videos mit den gerade genannten Themen weniger Geld im Verhältnis zu anderen YouTubern. In der letzten Zeit, nach dem Werbeboykott von verschiedenen Unternehmen, teilt YouTube Videos in werbefreundlich und werbeunfreundlich auf. Auf werbeunfreundlichen Videos kann keine Werbung mehr geschaltet werden. Der YouTuber hinter einem werbeunfreundlichen Video verdient also kein Geld mehr mit diesem Video. Aber was hat das jetzt mit dem YouTuber Bibernator zu tun? Bibernator produziert mit seinen CSGO-Videos werbeunfreundlichen Content. YouTube, die mit der Aufteilung von werbefreundlich und unfreundlich vor kurzer Zeit in YouTube Deutschland angefangen haben, haben jetzt so gut wie alle Videos von Bibernator entmonetarisiert. Er verdient jetzt also 0 Euro mit YouTube. Er findet das Vorgehen von YouTube merkwürdig, da man nicht nachvollziehen kann, nach welchen Kriterien YouTube Videos in werbefreundlich und werbeunfreundlich unterteilt. Videos zum Beispiel ohne irgendwelcher Gewalt, wie ein Video, welches ein Besuch eines kleinen Streamers zeigt, sind laut YouTube trotzdem werbeunfreundlich. Montana Black, der ein Video über dieses Thema hochgeladen hat, bezweifelt aus diesem Grund die Logik hinter der Einordnung von werbefreundlich und werbeunfreundlichen Content. Er lädt zum Beispiel Videos von einem Shooter hoch, der sich sehr mit CSGO ähnelt. Diese Videos sind immer noch werbefreundlich, obwohl sie wie Bibernators Videos Gewalt zeigen. Aber auch Montana Black hat Veränderungen der YouTube-Einnahmen bei sich bemerkt. Allgemein muss ich euch auch sagen, ich selber verdiene mit YouTube auch echt im Verhältnis zu früher wenig Geld. Mit einem Ansagevideo hat Montana Black 30 Dollar verdient und mit einem weniger geklickten Mario Kart Video 180 Dollar. Man muss bedenken, Montana Black zahlt dazu noch 42% Steuern. Aber mir tut das im Herzen weh, weil ich bin auch YouTuber. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mein YouTube-Kanal, dieser Kanal, den ich seit 3-4 Jahren führe, so viel Herzblut, so viel Schweiß reingesteckt habe und dann sagt auch einmal YouTube, das, was ich mache, ist nicht werbefreundlich, das regt mich wahrscheinlich mehr auf als Bibernator selber. Aber ihr wisst ja, wenn mir was auf der Seele liegt, dann spreche ich es aus und das finde ich, Digga, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, das ist ein Skandal, Digga. Aber zurück zu Bibernator, der mit YouTube so gut wie gar kein Geld mehr verdient. Für ihn ist das natürlich ein großes Problem, weil er davon lebt. Aber er hat noch andere Einnahmen wie von Twitch, Product Placements oder Affiliate Links. Aus diesem Grund hört er auch nicht mit YouTube auf. Er sieht jedoch für sich eine düstere Zukunft. Ich wünsche ihm viel Erfolg, dass er auch noch weiterhin von YouTube und Twitch leben kann. Ich habe bereits vor 3 Monaten ein Video zu diesem Thema gemacht. Zu diesem Zeitpunkt hat man vermutet, dass YouTube bei den Entmonetarisierungen eventuell wohl Shooter von wirklichen Krisen nicht unterscheiden kann. Vielleicht denkt sich der YouTube-Algorithmus wirklich bei CSGO-Videos, dass es sich um echte Kriegsaufnahmen handelt. Ob das wirklich so ist, kann man nicht genau sagen. Die große Frage ist jedoch jetzt, ist das Vorgehen von YouTube fair oder unfair? Drücke rechts oben auf das i und gib deine Meinung dazu ab. Ich würde mich über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars freuen. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.